Ein Waldspaziergang, ein Tag am Meer, eine persönliche Auszeit. Die meisten Menschen verknüpfen Situationen automatisch mit bestimmten Düften. So entstehen Bilder im Kopf und in der Nase, die uns auch in der Beauty- und Kosmetikindustrie auf vielfältige Weise begegnen. Hinter den Türen dieses Werks entstehen zahlreiche Beauty-Produkte für den täglichen Bedarf. In der Produktion duftet es daher mal nach Minze, mal nach Sandelholz oder auch nach Zitrusfrüchten. Der richtige Duft ist bei der Herstellung ebenso wichtig wie die Basisfunktion einer Lotion oder eines Duschgels. Bevor der Duft ins Duschgel kommt, ist die Arbeit von Dr. Steib und seinem Team gefragt. Im angrenzenden Labor entwickeln sie neue Duftkonzepte. Ihre Wissenschaft nennt sich die Aromakologie. Die Aromakologie befasst sich mit der Wirkung von Düften auf den menschlichen Organismus. Und das Besondere ist, Düfte kann ich im Grunde nicht bewusst filtrieren. Ich kann mir nicht eine Auswahl treffen, wie zum Beispiel beim Hören oder beim Sehen. Das heißt, Düfte bestimmen mich unterbewusst. Und so gesehen, durch das limbische System, werden auch meine Gefühle, meine Emotionen beeinflusst und dadurch natürlich auch mein Verhalten. Und so kann ich letztlich mit Aromakologie das Wohlbefinden des Menschen beeinflussen. Unzählige Essenzen und Extrakte findet man in dem Duftlabor. Die Bandbreite reicht von bekannten Alltagsgerüchen bis hin zu exotischen Düften. Obwohl man seinen Geruchssinn trainieren kann, so ist die Affinität zu Gerüchen bei den meisten hier schon früh erkennbar. Das hat man mir schon als Kind nachgesagt, dass ich durch Düfte so begeistert werde, dass ich gerne in Brot reinrieche oder auch anderes immer an die Nase halte. Also das treibt mich einfach an, das fasziniert mich und es ist einfach auch toll zu sehen, wie Düfte auf die unterschiedlichsten Menschen letztlich Wirkungen ausüben können. Das sieht man schon an der Mimik, am Gesicht, wie Leute sich freuen können, dass sie Erinnerungen auf einmal wachleben und das ist einfach toll. Neue Duftkonzepte entstehen auf ganz unterschiedliche Weise. Mal ist das Team durch ein konkretes Duftöl inspiriert, mal sind es gesellschaftliche Trends, die man für neue Kompositionen aufgreift. Seit vielen Jahren arbeitet man mit verschiedenen Parfümölhäusern zusammen. Das Parfümölhaus bekommt von uns ein Briefing, wo alles zusammengeschrieben ist. Was stellen wir uns vor? Wie soll die Duftrichtung sein? In welche Grundlage soll es gehen? Zusammen mit Moodboards, mit Bildern, mit Emotionen. Und dann erstellt uns das Parfümölhaus Vorschläge, schickt die uns. Wir riechen erstmal grob an den Düften. Die sind aber noch zu konzentriert. Also wird alles eingearbeitet in die Grundlage. Und wir riechen wieder, ist das die Vorstellung, die wir hatten. Ob der Duft den gewünschten Effekt erzielt, das prüft man zusätzlich in psychophysiologischen Studien. Denn unser gesamter Körper reagiert auf Düfte. Mittels Sensoren werden vor und nach dem Duschen Daten aufgezeichnet. Professor Stürmer leitet die Studie. Wir verwenden hier eine Kombination von Indikatoren aus dem sogenannten peripheren Nervensystem. Das ist zum Beispiel die Herzrate oder auch die Schweißdrüsenaktivität. Schweißdrüsenaktivität in der Handinnenfläche, das sind die Elektronen in der Hand. Und das kombinieren wir mit Maßen aus dem zentralen Nervensystem, das heißt die Gehirnaktivität. Das sind die Elektronen, die am Kopf der Probandin befestigt sind. Die Wohlfühlatmosphäre spielt beim sogenannten Verduschen eine wichtige Rolle. Damit sich die Probandin möglichst wie zu Hause fühlt, finden solche Studien in einem Hotelzimmer mit Wellnessbad statt. Unser Geruchsempfinden ist nicht nur sehr individuell, es ist von vielen Faktoren beeinflusst. Es gibt typische Richtungen, also Düfte, die eher entspannend wirken oder Düfte, die eher aktivierend wirken. Darüber hinaus sind aber viele, viele Düfte sehr individuell mit persönlichen Erinnerungen verknüpft. Das bedeutet also, wenn man ein negatives Erlebnis mal gehabt hat und die Verbindung herstellt mit einem bestimmten Geruch, ist es möglich, dass bei einer Person ein bestimmter Duft, der bei allen anderen positiv wirkt, für diese eine Person ein negatives Reaktionsmuster auslöst. Rund 50 Probanden nehmen an einer Verduschung teil. Die Einzelreaktionen ergeben abschließend ein Gesamtbild, das die Wirkung des Duftes offenbart.
Wenn man eine positive Emotion hat, wenn man sich freut, dann erhöht das auch die Aktivierung. Das heißt, wir können eine Erhöhung der Schweißdrüsenaktivität feststellen. Das ist aber das sogenannte emotionale Schwitzen, also das in den Handinnenflächen. Man sieht das auch auf der Ebene des zentralen Nervensystems. Wenn man sich in guter Stimmung befindet, dann werden typischerweise Frequenzen in der Gehirnaktivität reduziert, die in einem sehr hohen Bereich liegen. Man braucht also immer die Kombination von unterschiedlichen Indikatoren, um wirklich genau sagen zu können, in welche Richtung die Reaktion jetzt gerade geht. In dieser Studie ist die gewünschte Wirkung bei über 80% der Teilnehmerinnen eingetreten. Das aktivierende Duftkonzept funktioniert. Also dieser zitronige Duft, der war total frisch und hat mich belebt und ich habe das Gefühl, ich bin aktiver als heute Morgen und kann in den Tag starten. Die Ergebnisse solcher Studien sind für die Produktentwicklung enorm wichtig. Dabei geht es keineswegs nur um die Bestätigung für einen guten Riecher. Zum einen natürlich wollen wir uns bestätigt sehen in dem, was wir glauben, was die Duftwirkung wirklich erreichen kann. Das heißt, hat der Duft wirklich die Wirkung? Haben wir das gemessen? Haben wir das Ergebnis, wo wir gehofft haben, das erzielen wir mit diesem Duft? Ist der Duft anregend? Ist er schön? Hat er die Wirkung auf die körperpsychophysiologischen Parameter, die wir messen können? Das andere ist natürlich auch, wenn wir dann solche Auslobungen tätigen zum Duft auf einem Produkt, dann müssen wir natürlich auch aus rechtlicher Sicht sicherstellen, dass wir das nicht einfach so erfunden haben, sondern dass die Wirkung auch wirklich gegeben ist. Nach der Entwicklungsphase kann die Produktion starten. Das Duftkonzentrat wird mit der Basisemulsion des Produkts vermischt. Sobald alle Inhaltsstoffe gleichmäßig verteilt sind, geht es auch schon zur Abfüllung. Der Zitronenduft dieses Duschgels soll aktivieren und positiv stimmen. Der Name ist also Programm. Die Dusche ist genauso geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Man riecht sie in der ganzen Produktion. Es riecht super schön nach Zitrone, es riecht frisch, es riecht belebend. Genauso, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich denke auch. Also das ist ein perfektes Ergebnis. Ein feiner Geruchssinn und ein gutes Gespür für Trends und Bedürfnisse. Diese Kombination sorgt immer wieder für neue Duftkreationen und neue Produkte in den Regalen der Drogerien. Und dank der kreativen Arbeit von Dr. Steib und seinem Team ist auch für jede Nase etwas dabei.